Kunst Sarganserland Wallensee Nummer 6 heisst die Kunstausstellung im Museum Bickel in Wallenstadt, die noch bis zum 20. Mai zu den eingeblendeten Öffnungszeiten zu besichtigen ist. Es ist eine Ausstellung von der besonderen Art. Nummer 6 heisst, es ist zum 6. Mal, dass das Museum Bickel in Koproduktion mit der Kulturkommission von der Talgemeinschaft Sarganserland Wallensee einen Wettbewerb unter den Kulturschaffenden ausgeschrieben und juriert hat. Alle drei Jahre gibt es in Zusammenarbeit von diesen beiden Partnern so eine Ausstellung. Der Ehrenpräsident der Talgemeinschaft, Guido Städtler, weiss, wie alles angefangen hat. 2003 ist die Kulturkommission der Talgemeinschaft unter dem Präsidium von Stefan Gort, Holzbildhauer und Kulturpreisträger 1987, aus Vettis gestanden. Er hatte die Idee, dass man einen Kulturworkshop ins Leben rufen wollte. Der ist dann auch durchgeführt worden. Und das Patronat hat die damalige Regierungsrätin Kathrin Hilber von St. Gallen übernommen. Das Glück hat es dann wollen, dass ein Jahr vorher das Museum Bickel aufgegangen ist. Und damit haben wir auch entsprechende Lokalitäten gehabt, für die Ausstellung durchzuführen. Zugelassen sind an die Ausstellung Leute, Künstlerinnen und Künstler, die im Raum Sarganserland Wallensee aufgewachsen sind oder da drin leben. Vielleicht müsste ich noch erklären, wo das Einzugsgebiet ist für die Region Sarganserland Wallensee. Ihr fängt in Glarus Nord an und grenzt weiter Richtung Schennis-Wesenamde auf der Westseite. Und auf der Ostseite ist es Bad Ragaz, Tamminental bis Vettis. Wir haben ja auch festgestellt im Rahmen des Workshops 2003, dass es in der Region sehr viele Ausstellungen, Kunstausstellungen ja gibt, aber eben nicht auf dem Level, wo wir uns vorgestellt haben. Wer habt ihr jetzt höher ausgewählt? Ja, also wir machen ja nachher einen Rundgang durch die Ausstellung. Es sind 9 Kunstschaffende, wobei die Jury eigentlich 10 ausgewählt hat. Eine Künstlerin, die lebt in Berlin, die hat sich tatsächlich beworben. Die ist hier im Raum so ganz aufgewachsen. Sie hat dann aber ihre Bewerbung wieder zurückgezogen, weil sie gleichzeitig einen anderen Preis gewonnen hat. Und sie hat dann einfach terminlich das nicht können machen. Um da können mitzumachen, haben wir ja eine Jury. Und die Jury arbeitet wie? Ja, es ist so, dass sich einerseits 2 Fachleute aus Museen eingeladen habe. Das ist einerseits Gabriele Obrisch von der Kunsthalle Wiel. Sie ist Kunsthistorikerin. Dann Fanny Fetzer, Direktorin vom Kunstmuseum Luzern. Aus der Talgemeinschaft haben wir 2 Mitglieder gehabt, Mirko Slonga und Ute Hoffmann. Beides ebenfalls Kulturleute, die ja in der Kulturkommission arbeiten. Und so sind wir eigentlich ein Fachgremium gewesen, wo natürlich nach professionellem Blick eigentlich die 9 Kunstschaffenden schlussendlich ausgesucht hat. Das läuft so, dass wir die Dossier, die wir zugeschickt bekommen, die sind alle ausgeleitet auf Tisch und nummeriert. Und dann geht jede Fachperson geht mal durch und macht sich einfach Notizen, was sie oder er denkt, ob das in die Ausstellung würde passen oder nicht. Für das nimmt man sich mal so 1-2 Stunden Zeit und dann kommt man zusammen und geht jedes Dossier einfach einzeln durch. Und natürlich macht man eine Jury immer so, dass es ungerad ist, also 5. Das heisst, es ist ja oft so, dass du vielleicht 2 findet ja und 2 nein. Das heisst, jemand hat dann immer einen Stichentscheid. Und so wird einfach die Auswahl getroffen, bis man sagt, man hat die 9 oder 10 Kunstschaffenden, die man in der Ausstellung haben. Du hast sicher auch noch etwas zum Stichwort Forumsplatz sagen. Jawohl, der Forumsplatz ist, glaube ich, von Anfang an eingeführt worden. Wir haben den jetzt im Lauf von den verschiedenen Versionen. Jetzt haben wir das immer ein bisschen mehr noch ausgebaut. Also die Person, die den Forumplatz überkommt, das ist jetzt einmal Lisa Riggerdinger. Das heisst, die ist von der Jury vor 3 Jahren ausgewählt worden. Die Person kann dann am nächsten Wettbewerb automatisch mitmachen. Die muss sich nicht mehr bewerben. Zudem kommt sie einen Geldpreis auch über. Dann des Weiteren ist es so, dass sie auch im Fokus steht von der Pressearbeit, dass sie dort stärker erwähnt wird. Ihre Arbeit kommt auf die Einladungskarte, ins Jahresprogramm, aufs Plakat. Sie kommt auch mehr Platz über im Ausstellungsraum, also zum Arbeiten zeigen, sofern die Person das wünscht. Vielleicht ist das auch mal gar nicht erwünscht, aber grundsätzlich ist das so.
Das heisst, es gibt einfach einige Privilegien, die die Künstlerin oder der Künstler, bis jetzt sind es nur Frauen gewesen, hat dann in der Ausstellung. Das ist der Forumplatz. Jetzt hat man ja heuer auch wieder einen vergeben für die nächste Ausstellung 2021. Wer ist das? Das ist einmal Marlies Spielmann. Ist ganz hinten in der Halle. Wir werden ja dann im Rundgang das alles anschauen. Wieder eine Frau. Bis jetzt hat es einfach nie einen Mann gereicht, was aber mehr zufällig ist. In der Jury sind wir meistens so ein bisschen paritätisch, halb Mann, halb Frauen. Also dort ist es eigentlich gut aufgeteilt. Und wenn man so das anschaut über all die Jahre, dann sind es, glaube ich, auch so etwa halbe. Also es ist nicht, dass man speziell auf das schaut. In dieser Ausstellung zum Beispiel hat es deutlich mehr Frauen. Aber das ist eigentlich nicht das Kriterium, sondern es geht wirklich immer um die Arbeit, wie überzeugt die Jury die Arbeit. So, wir machen jetzt einen Rundgang durch die Ausstellung. Es sind insgesamt 9 Positionen, 7 Frauen, 2 Männer aus der Region Sarganserland, Wallensee und Glarus Nord. Wir stehen jetzt hier vor den Arbeiten von Lisa Riggedinger. Sie ist Forumgewinnerin 2018. Das heisst, wie bereits erwähnt, sie ist vor 3 Jahren von der Jury ausgewählt worden für die Ausstellung, dass sie automatisch mitmachen kann und auch einen Geldpreis überkommt. Wenn wir die Arbeiten von Lisa Riggedinger anschauen, sie macht bereits zum 4. Mal mit in dieser Ausstellungsreihe, dann sieht man eigentlich gut die Entwicklung, was für mich sehr spannend ist, zu sehen, den Weg, den sie eigentlich gemacht hat, von der Gegenständlichkeit, die immer mehr in die Abstraktion gegangen ist. Und was man jetzt einmal gut sieht, in diesen eher kleinformatigen Bildern, ist eigentlich das Aufbrechen von Strukturen. Also man sieht hier einerseits also Gitternetzstrukturen und dann aber auch geht es immer mehr noch ins Ungegenständliche hinein, nur noch abstrakte Farbflächen eigentlich, wo aber eine Art anlösen, was Vordergrund ist, was Hintergrund ist, was Struktur ist und wie sich Struktur auch auflöst. Und diesen Weg zu sehen, ist eigentlich ein Weg, den viele Kunstschaffende machen, sodass ein bisschen das Oszillieren zwischen gegenständlich und ungegenständlich. Und bei ihr sieht man jetzt gute Wege, wie es immer ungegenständlicher und abstrakter wird. Ich finde das ganz eine spannende Position, auch sehr malerisch, wie sie das umgesetzt hat jetzt in diesen eher kleinformatigen Bildern. So, hinter mir sehen wir jetzt Arbeiten von der Annelise Stürba. Sie ist sicher eine sehr bekannte Künstlerin in der Schweiz. Die Ausstellung da zweifellos die bekannteste. Sie ist eigentlich aus dem Zürichbiet, hat aber interessanterweise in Anden schon sehr lange ein Atelier. Sie fühlt sich dort auch sehr daheim. Was wir jetzt hier sehen, sind Bilder aus der Serie Niima und Pema. Und viele von diesen Bildern sind entstanden oder inspiriert durch die Landschaft in Anden. Wir sehen sehr viele so junge Frauen oder Mädchen auf diesen Bildern. Oft sind sie so wie halb durchsichtig, so ein bisschen verträumt, ein bisschen melancholisch auch die Bilder. Es sind eigentlich Märchenwelten. Es sind Geschichten, die uns die Annelise Stürba hier auch erzählt. Sehr spannend. Die Kinder, die da drauf sind, das sind die Enkelkinder von Annelise Stürba. Sie hat sich schon ganz von Anfang an eigentlich in ihrer Karriere hat sie sich eigentlich ihrem nächsten Umfeld, nämlich ihrer Familie, gewidmet. Ganz am Anfang hat sie ihre eigenen Kinder fotografiert. Damals noch in körnigem Schwarz-Weiß. Und das hat sie eigentlich interessiert, weil sie hat die Kinder oft auch schlafend fotografiert. Was ist eigentlich so wie das Geheimnis hinter den Augen, wenn die Kinder schlafen? Was passiert da? Und sie hat die Kinder oft aufgenommen und hat dann das kollagiert. Also sie hat dann so andere Bildwelten dazu gemixt und übermalt oder doppelt belichtet oder Überbelichtung ist auch ein starkes Element in ihrem Arbeiten. Sie hat die Arbeiten am Anfang eigentlich gar niemandem zeigen. Das ist eigentlich mehr, hat sie das für sich privat gemacht. Und dann hat eines Tages das aber ein Künstlerkollege von ihr, Adrian Schies, hat das gesehen. Und hat gesagt, los Annelise, das ist Kunst, das musst du zeigen.
Und das hat sie dann auch gemacht. Und tatsächlich, sie hat dann wirklich sehr Erfolg gehabt. Sie hat dann mal eine Einzelausstellung in der Kunsthalle Zürich. Und nachher ist das eigentlich fast ein kometenhafter Aufstieg gewesen. Sie ist so in den 90er Jahren ist sie so Liebling von den Feuilletonisten in den Schweizer Zeitungen. Sie hat eine internationale Karriere gemacht. White Apple Gallery in London, hat viel in Amerika und sehr viel in Japan ist sie sehr geschätzt worden. Bis heute hat sie ausgestellt. Wir sind natürlich sehr glücklich. Sie hat einmal das erste Mal mitgemacht und wir haben sie natürlich sehr gerne jetzt in dieser Ausstellung und zeigen hier die tollen Bilder. Man sieht hier einerseits kleinformatige. Es hat dann auf der anderen Seite, vielleicht sehen wir dann das auch, haben wir noch zwei sehr grossformatige Bilder aus dieser Serie. Also man sieht jetzt hier zwei grossformatige Bilder von der Annelis Stürba. Hier zum Beispiel sieht man jetzt den Blick, den sie hat, von Amden, wo sie ihr Atelier hat, und zwar auf die Gegenüberseite vom Wallensee, auf die Bergwelt dort hinten. Sehr ein dynamisches, expressives Bild, das mir persönlich sehr gut gefällt. Wir gehen von unserer Führung weiter. Wir sind hier bei den Arbeiten von Barbara Buck. Eine Künstlerin, die im Sarganserland aufgewachsen ist, heute in Basel lebt. Wir haben hier eine Serie, die zwar ohne Titel ist, aber wenn man die Bilder dann ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass das alles Albert Anker Bilder sind. Sie hat einen Kalender genommen von Albert Anker, den sie noch einmal gefunden hat. Hat die eher billigen Rahmen da. Und jetzt hat sie die collagiert mit Amphibien. Das heisst, man sieht jetzt hier zum Beispiel ein Ankerbild mit einem Frosch drauf. Oder da ist so eine Art eine Kröte auch. Also es hat so verschiedene Frösche und Fischköpfe und so Sachen. Und was eigentlich interessant an dieser Arbeit ist, oder was die Jury auch überzeugt hat, ist, es ist eine Art eine Respektlosigkeit gegenüber einem sehr etablierten Schweizer Maler, so ein Heimatstilmaler, Albert Anker, zweifellos grandioser Künstler gewesen. Es steht eigentlich nicht zur Diskussion, ist ja auch wirklich in die Kunstgeschichte eingegangen, heute einer der höchst gehandelten Schweizer Maler überhaupt. Und sie macht jetzt etwas, sie nimmt nämlich Amphibien, die für uns Menschen ja eigentlich recht fremd sind. Also es sind keine Säugetiere, es sind Tiere, die in einer Welt leben, die wir nicht so recht kennen. Sie leben auch gerne so in schattigen Plätzen, in feuchten Plätzen. Sie haben eine schleimige Oberfläche, sie haben zum Teil sogar giftige Oberflächen, wenn man an bestimmte Frösche denkt, in den Tropen zum Beispiel. Das heisst, die Amphibien haben ein bisschen etwas Unheimliches. Und ich denke, das ist die Absicht auch von der Barbara Buck, eine Art Dekonstruktion von dem Heimatstil von Albert Anker. Also etwas ganz Neues zusammenzubringen. Das ist natürlich frech, dreist. Aber das ist ja auch gerade das, was interessant ist. Sie hat natürlich auch bewusst die so ein bisschen billigen Rahmen gewählt, weil wenn man die Ankerbilder, die Originale kennt, dann sind die ja oft mit diesen wunderschönen, pompösen, grandiose Goldrahmen. Oder? Sie setzt da ganz etwas anderes dagegen. Das, denke ich, ist das Interessante an den Arbeiten von Barbara Buck. Wir stehen hier vor der Arbeit von Marlies Spillmann. Es sind riesige Scherenschnitte. Wir haben ihre Arbeiten hier schon auch gezeigt, außerhalb dieser Ausstellung Kunst der ganzen Landwallensee. Wir haben einmal eine Ausstellung über Schnitttechniken gemacht. Da haben wir drei Positionen gehabt. Sie war eine davon gewesen. Wenn wir das jetzt ein bisschen anschauen, ihre Entwicklung, dann sieht man, dass sie greift oft gerne so Frauenthemen auf. Und in den älteren Scherenschnitten haben aber die Figuren, die sie eigentlich ausgeschnitten hat, sind oft Frauen gewesen, in einem bestimmten sozialen Kontext. Die haben wie das Ganze eigentlich ausgefüllt. Und jetzt in den neuen Arbeiten, die man von ihr sieht, kann man einerseits feststellen, dass die Scherenschnitte monumental geworden sind, sehr gross. Und andererseits sieht man, dass eigentlich die Figuren jetzt wie kleiner geworden sind. Sie sind wie Teil von einem Gewebe geworden. Es ist eigentlich fast eine Art ein Teppich, der an der Wand ist. Hat man so das Gefühl.
Und es geht eigentlich so um Weiblichkeitsmuster. Man könnte sagen, Frauen, die in diesen Muster gefangen sind, einerseits. Aber man kann es natürlich auch als Schönheit interpretieren. Also, weil, wenn man das anschaut, das sind natürlich wahnsinnig ästhetisch, die Scherenschnitte. Und das Schöne ist auch, dass es jetzt eigentlich wirklich grossen Erfolg hat. Wir haben nämlich damals, als wir über die Schnitttechniken eine Ausstellung gemacht haben, haben wir nämlich eine Monographie gemacht, da vom Museum Bickel hat das rausgegeben, über ihre Arbeit, also über das Gesamtwerk. Und sie hat jetzt kürzlich eine grosse Ausstellung in Zürich, in der Galerie Katz Contemporary, was ein schöner Erfolg ist. Sie hat dann aufgrund dieser Ausstellung hat sie Kontakt bekommen mit der Zürcher Städtepartnerschaft Kunming Zürich, also China, Schweiz. Das ist ja etwas, was es schon seit ein paar Jahrzehnten jetzt gibt. Und sie ist jetzt eingeladen worden, auf China auch, erstens Sachen zu zeigen, arbeiten. Gleichzeitig sind die Chinesen, wie wir wissen, auch sehr neugierig. Sie wollen nämlich auch wissen, wie Marlies Spielmann das macht. Das heisst, sie gibt jetzt dort in Shanghai und in Peking auch so Workshops. Was natürlich mich sehr freut, dass sie jetzt auch international Erfolg hat. Ist natürlich super. Sie wird jetzt dann gerade in wahrscheinlich ein, zwei Wochen wird sie abreisen. Und wir dürfen jetzt ihre vier grossen Scherenschnitte in dieser Ausstellung zeigen. Ich denke, es lohnt sich auch dann noch ein bisschen reinzuzoomen, dass man noch ein bisschen sieht, was da eigentlich gemacht wird. Es ist natürlich eine wahnsinnige Büze. Also sie beherrscht auch die Technik vom Scherenschnitt virtuos. Und es ist wirklich eine Freude, wie sie sich jetzt entwickelt, also wie das Werk wirklich immer noch wächst und besser wird und grösser wird und wie der Erfolg jetzt auch kommt. Wir stehen hier von den Arbeiten von Barbara Niemke. Sie ist auch lokale Künstlerin, hat auch in Wallenstadt gelebt. Jetzt ist sie ein bisschen weggezogen, aber immer noch sehr verbunden mit der Familie hier in Wallenstadt. Ich stehe hier vor einem Mobile. Circa 3 Meter hoch, 3 Meter breit. Das heisst Burbujas, das heisst Luftblasen auf Deutsch. Was man hier sieht, ist etwas, das mit den Erinnerungen zu tun hat von Barbara Niemke. Es hat weisse Stickerei auf so wie weissem Stoff, den sie ausgehärtet hat. Also es sind wie so Blättchen, eben Luftblasen, aber es ist alles Stoff, genäht, sehr filigrane Arbeit, ganz fein, wunderschön auch, wie sich das bewegt im Raum. Es sind eigentlich all die Motive, die drauf sind, zum Beispiel hier sieht man jetzt gerade so eine Schaukel. Gewisse Sachen sind schwer zu erkennen, sind auch abstrakte Motive. Dort oben hat es so etwas wie Glocken vielleicht. Es sind Sachen, die sie erinnert an bestimmte Glücksmomente in ihrem Leben. Es hat auch mit Heimat zu tun. Und das Ganze, das Mobile, hat ja mit Gleichgewicht ja auch zu tun. Man kann aber sagen, dass das Ganze, da geht es um Erinnerungen und das Verschwinden von Erinnerungen. Und das ist schön an dieser Arbeit. Wir haben sie das auch so platziert, dass es Schatten gibt hinten an der Wand. Und wenn man jetzt dem so ein bisschen folgt, dann sieht man ja, wie die Schatten kommen und gehen. Sie verblassen, wie Erinnerungen eben. Man hat es noch präsent, aber im nächsten Moment ist es schon wieder weg. Barbara Niemke hat auch noch eine zweite Arbeit gemacht. Das sind die Gipsabdrücke, die wir hier sehen. Das sind so kleine Oval. Es ist nur Gips, aber wenn man näher herangeht, dann sieht man, es sieht eigentlich aus wie Stoff. Und auch da ist es eigentlich in beiden Arbeiten ist es so eine Ästhetik vom Verschwinden. Spannend ist, sie hat einen Gips eigentlich gesucht, der ganz weiß ist. Das gibt es aber scheinbar nicht. Jeder Gips hat so eine leichte Tönung. Und weil sie unbedingt hat wollen, dass der Gips genau gleich aussieht wie die Wand, hat sie die Wand speziell streichen lassen. Genau, also sie hat das selber gemacht, genau in dem Ton, wie der Gips ist. Damit das quasi möglichst fast so eine Art wie die Wand hinein verschwindet. Oder? Auch hier wieder das gleiche Thema mit Heimat und Glück. Und aber anders umgesetzt, aber formal recht ähnlich. Also es sind zwei so wie Zwilling vielleicht, ein bisschen anders dargestellt. Sehr ähnliche Arbeit, ganz wunderbar. Tolle Künstlerin hier aus der Region.
stehen hier vor einem weiteren Werk. Das ist der Adrian Scherer. Man kann ihn als fliegenden Künstler bezeichnen. Es ist etwas, was, soviel ich weiß, einzigartig ist. Es ist nämlich ganz spannend. Er ist ein passionierter Gleitschirmflüger. Fliegt hier viel in der Region herum. Kurfürsten zum Beispiel auch. Wir hatten Adrian Scherer das letzte Jahr im Herbst auch hier in einer Ausstellung über Landschaftsmalerei. Und er hat damals mehr diese Art von Landschaftsmalerei gezeigt. Die Ausgangsbasis von seinen Arbeiten sind Fotografien, die er macht während dem Gleitschirmfliegen. Und das tut er nachher malerisch umsetzen. Jetzt hat er während dem Gleitschirmfliegen mal ein sehr, ich würde sagen, fast existenzielles Erlebnis gehabt. Er ist nämlich in eine Wolke hineingekommen. Er hat dem nicht ausweichen und hat die Orientierung komplett verloren. Er hat nicht mehr gewusst, was hinten, vorne praktisch kaum noch was unten und oben ist. Und das hat ihn aber sehr inspiriert, um seine Malerei eigentlich in eine andere Richtung zu entwickeln. Dass man nämlich nicht mehr so genau weiss, wo der Horizont ist. Also in vielen von seinen Bildern ist entweder der Horizont sehr hoch oder er ist ganz weg. Und das ist spannend bei seinen Bildern, wenn man das anschaut. Man weiss eigentlich nicht genau mehr, wo man steht, wenn man das Bild anschaut. Das sind schon, man sieht Bilder von oben irgendwie, aber die Landschaft sieht plötzlich ganz anders aus. Jetzt hat er eigentlich nach dieser Ausstellung das letzte Jahr hat er eine Idee gehabt, dass er nämlich während dem Fliegen könnte auf dem Tablet direkt digital zeichnen. Und das hat er jetzt gemacht und wir sehen jetzt das erste Mal das Ergebnis aus dem. Und ich finde das wirklich sehr spannend. Also muss ich vorstellen, er hängt hier am Gleitschirm, vielleicht vom Kurfürsten oben runter, gumpelt er da Richtung Wallensee. Und hat dann hier sein Tablet und dann tut er mit dem Finger eigentlich direkt die Landschaft, die Eindrücke, die er überkommt, wenn er fliegt, tut er direkt übertragen. Das ist eigentlich eine simultane Übertragung von der Landschaft. Natürlich muss das alles sehr schnell gehen. Er macht das vielleicht 10, 20 Sekunden, 30 Sekunden, je nachdem. Und nachher wird das ausgedruckt. Und ich finde das ganz spannend. Also man sieht zum Teil noch, dass es Landschaften sind. Zum Teil ist es fast mehr Kalligrafie eigentlich. Ist ganz spannend. Zu untersuchen werden sicher auch mal noch, wie sich das jetzt weiterentwickelt im Sinn von, dass während man ja fliegt, das ist natürlich ein Erlebnis, das mit Gleichgewichtssinn zu tun hat. Das hat vielleicht mit Kälte zu tun, wenn man im Winter fliegt. Es hat mit Wärme zu tun, mit Luft, mit Thermik. Es sind verschiedene Sachen, die da ja einfließen, quasi auf den Körper von einem Künstler und was das für einen Einfluss dann hat auf das Werk. Oder? Wenn jemand quasi in dem Zustand von der Schwerelosigkeit während dem Fliegen, und Gleitschirmflüge ist ja so eine Art so ein Zustand, dass, wie sich das auswirkt auf Zeichnungen. Und das sind jetzt die ersten Ergebnisse und ich finde, das ist schon mal sehr gelungen und wir sind sehr gespannt, wie das weitergeht mit dem Adrian Scherer. Wir stehen jetzt hier von der Arbeit von Can Hene. Wir haben mit ihm hier auch schon mal eine Ausstellung gehabt, eine Zweierausstellung, das ist schon einige Jahre her. Und wir freuen uns sehr, dass er hier wieder dabei ist. Wir sehen jetzt hier eine Art zwei neue Werkzyklen. Das eine sind die Suisecki, heissen die. Das sind Graphitsteine. Das ist eigentlich so entstanden, dass er vor einigen Jahren, 2011, um genau zu sein, mit einigen Künstlerfreunden zu einem deutschen Unternehmer gegangen, Krämer Pigmente. Und Georg Krämer, der ist sehr bekannt dafür, dass er sehr exklusive Pigmente herstellt für einerseits Kunstschaffende, aber vor allem auch für Leute, die Restauratoren sind, die alte Bilder restaurieren müssen. Machen die ganz alten Pigmente auch zum Teil, stellen die wieder her, gehen auf der ganzen Welt, gehen die Steine suchen oder die Materialien, die es braucht, um die Pigmente herzustellen. Es war der John Hane in Städten und er hat jetzt erst mal so Bruchsteine gesehen, eben Graphit, wo der Herr Krämer aus Sri Lanka hatte. Und er war sofort fasziniert von dem Stein. Er hat dann dort so einen Klotz gekauft. Und der ist dann aber bei ihm 5 Jahre lang zuerst einfach rumgelegen im Atelier. Und er hat den immer wieder angeschaut. Er hat gewusst, irgendwann wird er etwas machen damit.
Und dann irgendwann hat es ihn dann gepackt, weil er hat dann herausgefunden nach ein paar Jahren, dass es in Deutschland eine Firma gibt, die das im grösseren Stil in Deutschland wieder abbaut, Graphit. Und er hat dann einige von diesen Klötzen mal gekauft. Und jetzt hat er da zwei Sachen eigentlich miteinander verbunden. Nämlich die Graphitsteine, also er hat hier unten abfräsen lassen, damit sie unten gerade sind. Und dann hat er mit dem Staub, hat er dann aber auch geschafft nachher. Er hat dann nämlich aus, er schafft gerne mit MDF, also die Klötze, das ist MDF, schwarz eingefärbtes MDF. Da tut er mit Holzstichel, tut er da die Linien raus, wie sagt man, raushauen. Und tut dann nachher mit dem Graphitstein das noch einfärben. Das gibt dann so ein Glanz wie das Holz innen, also so einen speziellen Touch, oder? Also Graphit aus diesen Steinen wird ja dann, wird ja Bleistift wird ja gemacht aus dem, nicht? Das ist ja das Grundmaterial. Und dann sehen wir, das sind Suiseki nennt er das, und das sind Suiseki Porträts. Also die Steine, die erinnern ihn natürlich an Berge, also es sind ja wie Miniaturberge, Bonsai-Berge quasi. Und dann gibt es wie Porträts davon, von diesen Steinen. Und auch das ist MDF, den er mit dem Stichel einfach raushält. Oder? Also, das ist sehr eine eigene Technik. Wir haben das vor ein paar Jahren bei ihm schon gesehen, er hat auch anders gefärbte MDF, rote, gelbe. Im Moment haben wir jetzt schwarze hier. Dann gibt es von ihm noch eine zweite Serie, das sind die sogenannten Stillwässer. Und was man hier sieht, das sind Grundrisse von Bergseen. Sie werden unschwer ein Motiv erkennen, nämlich hier den Wallensee. Und das geht sehr gut zusammen, weil man könnte ja sagen, Suiseki hat etwas auch mit dem zu tun, weil Suiseki heisst Wasser und Stein. Also es sind wie zwei Arbeiten zwar, aber sie gehen sehr gut zusammen, formal. Gut, weiter auf unserem Rundgang sehen wir hier Arbeiten von der Katrin Hotz. Sie hat auch schon mehrmals mitgemacht. Sie ist jetzt Vertreterin von Clarus Nord, sie ist dort aufgewachsen. Und ich verfolge das jetzt auch seit 6 Jahren, also das heisst, es ist jetzt das dritte Mal, wo ich es gesehen habe, was sie macht. Und was man bei ihr feststellen kann, ist, dass ihr das Werk sich sehr stark verändert hat, jetzt in den 3 Malen, die wir das jetzt hier zeigen. Noch beim ersten Mal hat sie Bilder gezeigt, die unter dem Eindruck von einem Besuch in Indien waren, in Varanasi. Sie hatte dort ein Atelierstipendium gehabt, wo sie mehrere Monate war. Und Varanasi ist berühmt dafür auch, dass dort sehr viele Menschen von Indien kommen dort an und dort werden die Toten verbrannt. Und unter dem Eindruck hat sie sehr feine Aquarelle eigentlich gemacht, ganz starke Arbeiten, die wir hier das erste Mal gezeigt haben. Beim zweiten Mal, dann 3 Jahre später, hat man bereits gesehen, es sind etwas, was man bei Lisa Riggerdinger auch gesehen hat, so Strukturen, die sich anfangen aufbrechen. Interessanterweise recht ähnlich wie Lisa Riggerdinger, also Netzstrukturen, wenn auch ein bisschen anders umgesetzt. Aber es sind eigentlich auch noch so abstrakte Bilder gewesen, die so auf grossen Papierbahnen zum Teil umgesetzt worden sind. Und jetzt demal ist sie eigentlich noch einen Schritt weiter gegangen. Sie nennt jetzt diese Arbeiten Tash. Das heisst Fleck, also sie wohnt in Biel, sie ist mehr französischsprachig jetzt. Und was man hier sieht, das sind Farbflecken, also sie macht das so, dass sie einfach bestimmte Farben zusammennimmt, auf ein Blatt Papier quasi einfach drauf schmeißt, kann man sagen. Dann tut sie das Papier so ein bisschen schütteln und tut es auf ihre Werkbank, wo sie gesagt hat, ist immer ein bisschen schräg, das heisst, die Farbe läuft dann immer so irgendwo in eine Richtung. Dann, wenn dann das ausgetrocknet ist, dann reißt sie die Papiere abeinander oder tut es noch falten, vielleicht während dem Trocknungsprozess. Und eigentlich will diese Art von Malerei eigentlich gar nicht mehr anders sein, als einfach die, Farben, Farbfleck. Es ist in dem Sinn eigentlich eine konkrete Malerei. Konkret meint, das ist einfach das, was da ist und verweist auf nichts anderes. Und das ist jetzt eigentlich ein weiterer Schritt in ihrer Karriere.
was sie macht. Also immer mehr reduzieren, sie gibt dem Zufall auch immer mehr Raum. Sie versucht immer weniger einzugreifen eigentlich in diesem Malprozess. Das ist eine spannende Entwicklung und sie hat jetzt mit diesen Sachen auch wirklich einen grossen Erfolg. Sie hat auch Preise bekommen für so eine Art Arbeit. Sie hat dann noch andere gemacht, eine andere Serie, die Enough heisst. Das sind so ganz grosse Papierbahnen, die sie mit Farbe bemalt hat. Und die Papierbahnen kommen dann wirklich in den Raum rein. Also es ist dann eigentlich schon fast installativ, was sie dort gemacht hat. Und auch mit denen hat sie an verschiedenen Orten hat sie die können zeigen und hat wirklich schöne Erfolge damit gehabt. Also auch hier tolle Entwicklung jetzt innerhalb von diesen 9 Jahren. Also es ist wirklich für mich als Kurator auch spannend zu sehen, also wie sich die einzelnen Werke zum Teil entwickeln. Gewisse kann man verfolgen, andere machen vielleicht auch nicht mehr mit im Wettbewerb oder sie kommen vielleicht nicht rein mit der Jury, das ist klar. Aber einige kann man über eine längere Zeit verfolgen und das ist spannend aus der Sicht des Kurators. Wir sind bei der letzten künstlerischen Position angekommen von unserem Rundgang hier im Museum Bickel. Es ist eine installative Arbeit von der Helene Sperandio. Sie hat das erste Mal jetzt hier mitgemacht. Der Grund ist, dass sie neu ihr Atelier seit einer Zeit in Wallerstadt Berg hat, also gerade hier in der Nähe. Das ist jetzt eine von diesen Positionen. Sie lebt eigentlich in Zürich und arbeitet hier in Wallerstadt-Berg. Also die Bewegung gibt es auch, dass Kunstschaffende wieder aufs Land zum Arbeiten, vielleicht zum Ruhe haben. Wir kennen ja das, die Geschichte natürlich von Karl Bickel, dem Namensgeber vom Museum. Jetzt, was man hier in dieser Arbeit sieht, die heisst Transit. Da ist es so, dass man hier auf dem Bild, da, dem kleinen Bild, das ist ein Aquarell, sehr filigran gemalt. Helene Sperandio war früher eine wissenschaftliche Zeichnerin. Das heisst, sie ist natürlich technisch wahnsinnig gut. Und sie hat hier ein virtuoses Bild, so Honig- und Bernsteintöne gemalt. Und zwar sind das Bienenkästen, hier in Wallerstadt-Berg oben, wo sie in einem Wald gesehen hat und fotografiert hat. Dann hat sie das einmal umgesetzt in einem Aquarell. Und wo sie dann eingeladen worden ist, jetzt hier mitzumachen an dieser Ausstellung, hat sie sich das auch angeschaut, wie das hier aussieht, die Architektur. Und da hat sie gesehen, dass die Ausstellungswände, dass das eigentlich so relativ grosse Kuben sind. Und das hat sie dann auch inspiriert, über das nachzudenken, wie sie das könnte umsetzen. Weil, wenn man das anschaut, die Bienenkästen, das ist ja auch eine Architektur, nämlich eine Architektur, die zwar von Menschen gemacht worden sind, aber nicht für Menschen, sondern für Bienen. Und das hat so etwas Kastenartiges. Und sie ist dann auf die Idee gekommen, dass sie einen Teil von dem Bild, das sie gemalt hat, das hat sie vergrößert und hat das auf schwarz-weiß auf einem Tuch ausdrucken lassen. Das ist das Tuch, das man hier sieht. Und gleichzeitig sieht man hier drunter so ein kastenartiges Gebilde, das auf einer Seite offen ist. Es ist innen holzartig und außen weiß. Und was sie hier hat wollen umsetzen oder rüberbringen, ist eigentlich ein Diskurs über innen und außen. Also was ist gross, was ist klein. Also mit dieser Art, wie sie den Wald vergrößert, aber gleichzeitig auch, was ist Architektur, was sind Kuben? Das sind so Fragen, die sie beschäftigt hat und die sie dann schlussendlich eigentlich auf die installative Lösung gebracht hat, wo die Jury, also sie hat das auch so ähnlich hingegeben und die Jury hat eigentlich gefunden, dass das eine interessante Arbeit ist. Und natürlich sind wir auch immer froh, wenn wieder mal eine neue Position reinkommt. Das ist klar, ist auch für uns natürlich spannend.